Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute zeige ich euch das neue HTC One S Smartphone, dieses Mittelklasse-Modell der HTC One-Reihe. Wobei, wenn wir bei diesem Telefon von Mittelklasse reden, ist das eigentlich ein Scherz. Es ist ein absolutes Top-Modell. Eines der allerbesten Smartphones im Moment erhältlich auf dem Markt. Aber wir vergleichen es natürlich auch mit dem Top-Modell der HTC One-Reihe. Diesem HTC One X hier mit dem Quad-Core-Prozessor von Nvidia. Die zwei werden wir uns natürlich genauer anschauen und dann aber vergleichen wir es auch noch mit ein paar gängigen Smartphones, welche im Moment so aktuell sind. So, vielleicht zuerst mal von außen. Was haben wir hier? Wir haben ein wunderschönes Aluminium-Unibody-Gehäuse, erhältlich in diesem Grau und in ganz Schwarz. Dieses Unibody-Gehäuse aus Aluminium lässt sich nicht öffnen, beziehungsweise man kann hier oben diese Ding hier abschieben und dann kommt man an den Micro-SIM-Card-Slot, wie ihr das hier seht. Aber sonst lässt sich das nicht öffnen, das heißt, der Akku ist fix verbaut und auch der Speicher. Dieses Gerät hier kommt mit 16 GB internem Speicher. Aber man kriegt dazu gleichzeitig auch noch 23 GB Dropbox-Speicher, welche dann HTC für 2 Jahre bezahlt. Also von dem her gesehen muss man nicht nur mit diesen 16 GB auskommen, die sich eben wie gesagt auch nicht erweitern lassen, weil es gibt hier keinen Speicherkarten-Slot. Das ist ganz ähnlich wie ja schon beim One X, welches mit 32 GB Speichern kam und ebenfalls 23 GB Dropbox-Speicher mitliefert. Ja, das Gerät selber ist sehr leicht, knapp 120 Gramm. Das HTC One X sind 130 Gramm. Man merkt praktisch keinen Unterschied, aber das HTC One S, dieses hier ist natürlich, liegt ein bisschen besser in der Hand. Das liegt ganz einfach daran, dass dieses Gerät einen 4,3 Zoll Bildschirm hat mit einer Auflösung von 540x960, wohingegen das HTC One X einen 4,7 Zoll Inch-Screen hat, der die HD-Auflösung, also 1280x720, hat. Dadurch ist es natürlich deutlich breiter. Wir vergleichen es mal mit ein paar anderen Smartphones. Zum Beispiel hier das offizielle Google Nexus Phone, das Samsung Galaxy Nexus. Das hat natürlich auch ein 4,7 Zoll Inch-Screen. Das heißt, wenn wir hier gucken, dann stellt ihr fest, dass das HTC One S schon noch ein bisschen kleiner ist. Es ist ungefähr gleich dick. Ist aber auch ungefähr gleich schwer. Das Galaxy Nexus ist auch recht leicht, aber halt Plastik kommt rein qualitativ hier mit diesem furchtbaren Backcover, wo ich mich immer nerve, wenn man das abnehmen muss, um die Batterie rauszunehmen, muss man da dran rumknudeln. Das geht dann nach dem vierten Mal schon kaputt. Da ist das natürlich das HTC One S deutlich qualitativ besser verarbeitet. Absolut vergleichbar mit dem One X, welches ja auch zwar nicht Metall, sondern ein Polycarbonat-Gehäuse hat, aber das ist auch ganz hervorragend verarbeitet. Ja, was haben wir hier noch sonst so rumliegen? Wir haben hier zum Beispiel das Sony Xperia S Smartphone, welches ich dann auch noch ausführlich testen werde. Das ist natürlich ein bisschen, ja, gibt sich nicht viel. Ihr seht, das hat auch ein 4,3 Inch Display. Ist aber halt viel kantiger, viel eckiger. Man sieht das relativ gut. Also das HTC One S ist ein absoluter Handschmeichler im Vergleich zum Sony-Gerät, welches doch recht eckige Kanten aufweist und dadurch nicht so gut in der Hand liegt, wie das One S macht. Von dem her gefällt mir da das One S deutlich besser. Dann haben wir noch ein bisschen die kleinere Liga. Das Lumia 800, das Windows Phone 7-Gerät. Das ist natürlich auch ein bisschen kleiner, weil es hat einen 3,6 Zoll Screen und kein 4,3. Also ihr seht das hier relativ deutlich schon mal. Das HTC One S ist ein bisschen länger, aber das HTC One S ist doch deutlich schlanker. Ich habe hier zwar die mitgebrachte Hülle dabei, aber die gibt maximal 1 mm, die ist ganz dünn. Von dem her seht ihr, das ist eigentlich deutlich dünner und auch gewichtmäßig, ja, vergleichbar. Ich lege sie jetzt nicht auf die Waage, aber ich finde eigentlich, man muss die Geräte in die Hand nehmen, damit man das wirklich sieht. Also ihr seht, das Lumia ist natürlich ein bisschen kleiner, aber immer noch, das HTC liegt auch da einfach ein bisschen besser in der Hand. Dann sozusagen das Referenztelefon für mich ist natürlich das iPhone. iPhone 4S hier in diesem Fall in weiß und ihr seht auch da natürlich, das iPhone kommt einem selbst beim kleineren HTC-Gerät richtig winzig vor. Ihr seht, da hat HTC schon noch ein bisschen was gemacht.
Auflösung übrigens ist genau die gleiche. Also wir haben hier ein 4,3 Zoll Screen beim HTC und wir haben hier ein 3,6 Zoll Screen beim iPhone 4S, die aber beide über 540x960 Pixel Auflösung, Apple nennt das ja Retina Display, und HTC sagt eben nicht speziell, aber das HTC ist ein Super AMOLED Display. Das werden wir nachher noch sehen, wenn wir es dann mit dem HTC One X vergleichen, welches kein AMOLED Screen hat. Also ihr seht auch hier, das iPhone ist deutlich kleiner, aber vom Gewicht her ist das HTC One S ein bisschen leichter als das iPhone. Das merkt man richtig, wenn man die hier in der Hand hat. So, also, dann wollen wir mal die zwei Geräte ins Zentrum rücken, um die es heute geht, beziehungsweise es geht ja vor allem um das hier. Wir öffnen das mal, ihr seht, zack, Hokus Pokus, das ist ja HTC Sense. Das HTC One S kommt mit genau der gleichen Software wie das HTC One X. Das heißt letztendlich, wir gehen da mal gucken, ziehe das mal von oben runter und wir gehen hier ganz unten auf Information und dann gehen wir hier auf Softwareinformation. So, also mal ein bisschen näher an den Screen halten. So, wir haben Android Version 4.03, HTC Sense 4.0, Software HTC etc. etc. Also ganz aktuell hier drauf. Und das ist natürlich hier genau das Gleiche. HTC Sense 4.0, ich habe es schon im Video zum One X ja gesagt, gefällt mir ausgesprochen gut. Ich war schon immer ein Fan von HTC Sense, aber halt auch in den letzten Versionen, vor allem die 3.5, 3.6er Versionen, die waren wahnsinnig überladen. HTC Sense hat teilweise mehr Platz gebraucht und mehr Speicher als das ganze Android-Betriebssystem selber. Da hat HTC ganz klar übers Ziel hinausgeschossen. Das ist ein bisschen anders bei HTC Sense 4.0. Da hat man ein bisschen abgespeckt, etwas weniger Widgets, aber vor allem weniger Verbrauch von Speicher- und Prozessorkapazität. Und man kann absolut sagen, das HTC Sense läuft hier drauf absolut smooth. Sowohl auf dem One S wie natürlich auch auf dem One X. Vielleicht zum Power ganz generell. Wir lassen dann nachher noch ein paar Benchmarks laufen. Aber es ist so, dass das HTC One S kommt mit einem Dual-Core-Prozessor. Aber das hat den neuen Snapdragon S4 von Qualcomm drin. Und dieser Snapdragon-Prozessor ist etwas vom Besten, was es momentan im mobilen Sektor gibt. Liegt ganz einfach daran, dass er bereits auf der ARM15-Architektur basiert. Das heißt, er ist rein technisch gesehen eigentlich moderner als zum Beispiel der Nvidia Tegra 3, den wir hier drin haben. Der ist zwar ein Quad-Core-Prozessor, der aber eigentlich aus, nur in Anführungszeichen bitte, aus einfach zwei zusammengepappten ARM9-Kernen besteht, die dann noch um diesen Companion-Core erweitert wurden. Also der Snapdragon ist ein ganz, ganz heißes Teil. Ihr werdet das nachher im Benchmark sehen, der absolut problemlos mit dem Quad-Core dieses Smartphones mithalten kann, was ja eigentlich ziemlich erstaunlich ist, aber es ist wirklich ein ganz, ganz cooler Prozessor hier eingebaut. Und der ist ja auch so gut und so erfolgreich, dass Qualcomm im Moment große Probleme hat, den auszuliefern. Man hört von Asus, aber auch noch von anderen, die im Moment gewisse Smartphones und Tablets nicht liefern können, weil dieser Snapdragon S4 im Moment nur sehr schwierig lieferbar ist. Beim HTC One S gibt es da im Moment keine Probleme. Offensichtlich hat sich HTC genug Kapazitäten reserviert, um die Prozessoren zu kriegen. Ist ja eigentlich ganz schön, wenn das so erfolgreich ist. Zeigt auch, dass das eine gute Wahl war. Aber ist natürlich nervig, wenn man auf ein Gerät wartet und das nicht kriegt, weil der Prozessor nicht lieferbar ist. Okay, was uns sicher gleich auffällt, wenn wir diese beiden Geräte mal nebeneinander legen. So, das ist doch das eigentlich des HTC One S hier auf der Seite. So, ich mache mal den Screen, da kann man es schön vergleichen. Dass das ein bisschen knackiger ist. Die Farben, das Schwarz ist ein bisschen schwärzer, die sind ein bisschen knackiger. Das liegt ganz einfach daran, hier beim One S haben wir eben einen Super AMOLED Screen, wohingegen das HTC One X, das Topmodell sozusagen der One-Reihe, halt nur, auch da wieder, in Anführungszeichen, über ein Super LCD-Display verfügt, welches rein farbtechnisch nicht so ganz an die Brillanz des HTC One S herankommt. Aber zur Ehrenrettung sei gesagt, hier haben wir natürlich eine 1280er Auflösung drin und hier nur eine 960er, also das heißt, während wir hier HD haben, HD Ready, also 720p, haben wir hier drin halt die gleiche Auflösung wie das iPhone. Also wir haben ein bisschen weniger Platz, den wir uns da darstellen können. Wir können das mal anschauen. Ich wähle da zum Beispiel mal den Spiegel. Ja, okay, da kam gleich ein Update.
machen wir natürlich, da wird das gleich schön synchronisiert. Ich benutze auf dem Android-Smartphone selbstverständlich den Chrome-Browser, nichts anderes. Meiner Meinung nach der absolut beste Browser, den es im Moment gibt, inklusive iPhone-Browser, der kann nicht mithalten gegen den Chrome unter Android. Ist echt eine klasse Sache. So, und jetzt öffnen wir, machen wir das gleiche hier. Und wir öffnen uns jetzt einfach mal den Spiegel, okay? Spiegel.de. Ich mache meine Seite nicht auf, das hat einen ganz einfachen Grund. Meine Seite ist ein sogenanntes Responsive Layout. Was heißt, dass die Seite sich dynamisch der Auflösung anpasst und dadurch natürlich logischerweise immer gleich aussieht, egal was für ein Smartphone ihr da habt. Okay, also, das Summer. Moment, jetzt habe ich da schon mal was geklickt. So, jetzt scroll ich da mal ein bisschen runter, irgendwie so. Und dann scroll ich hier noch ein bisschen runter, irgendwie so, dass wir da die Ukraine zu oberst haben. Und ihr seht da, ein bisschen mehr sieht man. Militär will Luftabwehrraketen auf Wohnhaus installieren. Und hier ist es, hört es dann halt schon ein bisschen vorher auf. Es ist jetzt nicht ganz massiv, aber ein bisschen mehr passt halt da noch drauf. Das merkt man dann vor allem auch bei Filmen, dass man halt ein bisschen mehr Auflösung hat, als das hier der Fall ist. Aber ihr seht so im Daily Business, wenn ihr das nebeneinander legt, da sieht man keinen allzu großen Unterschied. Ich habe hier meine 5 Icons, hier oben 4, also beziehungsweise hier sind ja auch 4 und in der Mitte ist einfach das, wo man auswählen kann, welches Programm, welche Apps man starten möchte. Sonst so vom Look and Feel sind die Geräte absolut identisch. Das liegt ganz einfach daran, sie haben die gleiche Betriebssystemversion drauf, sie haben HTC Sense 4.0 drauf, also von dem her ist da kein Unterschied festzustellen, außer eben halt der AMOLED-Screen. Ich komme nochmal drauf, der ist halt einfach schon geil, ich kann es nicht anders sagen, der gefällt mir hervorragend auf dem da. So, aber jetzt wollen wir mal gucken, wie das denn da so aussieht, wenn wir einen Benchmark laufen lassen. Ich switch da mal rüber. Wir nehmen den Quadrant. Der ist immer ganz cool. Ist ja auch angepasst für Multicore. Neuerdings, so, ich run a full Benchmark. Wir machen das hier auf. Und wir lassen die jetzt mal nebeneinander, diese Benchmarks durchrasseln. Und in der Zeit kann man noch über eine weitere, über etwas weiteres quasseln, kann ich euch erzählen, nämlich das HTC One X verfügt über NFC, diesen Near Field Communication Chip, den man ja in Zukunft dann mal brauchen können sollte, auch bei uns in Europa, um Zahlungen zu machen, um irgendwelche ID3 Tags auszulesen, um irgendwelche Tags überhaupt generell auszulesen. Zum Beispiel, ihr habt irgendwo einen Tag bei euch auf dem Nachttisch neben dem Bett, ihr legt das Smartphone drauf und in dem Moment weiß das Smartphone, okay, Wecker auf 6 Uhr stellen, Töne aus, Notifications aus, damit ihr Ruhe habt, irgend solche Geschichten. Das HTC One S hat das nicht. Also da wurde NFC nicht eingebaut. An diesem Chip hat HTC ein bisschen gespart. Ist jetzt im Moment kein Riesending, weil es gibt noch praktisch keine Anwendung dafür. Aber in Zukunft sprechen alle davon, dass man halt das irgendwie dann mal machen möchte. So, die sind praktisch gleichzeitig fertig. So, und ihr seht jetzt, ha, wunderschön. Wir haben hier 4748 beim HTC One X. Beim Quad-Core-Ding und hier drüben haben wir 5115. Alles klar soweit? Also ihr seht, dieser Dual-Core S4 Snapdragon-Prozessor schafft es also locker, den Quad-Core-Prozessor des One X zu schlagen. Ich hatte auch schon umgekehrte Resultate, wenn ich es laufen habe lassen, da war das HTC One X ein bisschen schneller um ganz wenige Punkte. Also das ist jetzt, kann jetzt gut sein, dass da noch ein anderes Thema reinspielt, aber letztendlich, es geht nicht unbedingt um Punkte, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dieses Gerät ist genau gleich schnell wie das Quad-Core-Ding, okay? Also das heißt letztendlich, wenn ihr euch entscheiden müsstet zwischen diesen beiden Geräten, dann gelten andere Dinge zu beachten als der reine Power, der ist nämlich bei beiden Geräten genau gleich. Also erweiterbar sind beide nicht. Hier habe ich 32 GB Speicher, hier habe ich 16 GB Speicher. Der hat NFC, der hat kein NFC, der hat dafür einen absolut klasse Super AMOLED Screen, der halt aber ein bisschen weniger Auflösung hinkriegt als das hier. Und ihr seht, es ist letztendlich auch ein bisschen eine Frage des persönlichen Geschmacks bzw. des Handlings. Ich habe relativ große Pranken. Ich kann so ein 4,7 Zoll Gerät gerade noch einhändig bedienen. Ich komme fast überall hin, einhändig. Und ganz ehrlich gesagt, eine Einhandbedienung ist für mich absolut wichtig, weil ich brauche das Smartphone ständig, auch wenn ich laufe, wenn ich unterwegs bin irgendwo. Ich will das nicht mit zwei Händen bedienen müssen. Also das geht hier gerade noch so.
Ist aber, muss man ganz klar sagen, praktischer auf diesem etwas kleineren Gerät, weil da habe ich wirklich überhaupt kein Problem, da komme ich überall hin, kann überall mit der Hand irgendwie rummachen und das ist ganz einfach, liegt einfach besser in der Hand, weil es ein bisschen kleiner ist. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich habe mich schon entschieden, weil das HTC One X war etwas früher im Handel bei uns in der Schweiz, ungefähr 10 Tage und ich habe mir das gleich, als es rauskam, geschnappt. Das heißt, das ist jetzt mein neues Referenz-Smartphone, auf dem ich Android teste, letztendlich Apps und so weiter. Also habe ich mir das gekauft. Das hier ist ein Testgerät, welches ich nach einer längeren Odyssee von HTC auch geliefert bekommen habe. Das erste Gerät ging irgendwo beim Zoll zwischen Deutschland und der Schweiz verloren. Ja, wir Schweizer sind zwar geografisch in Europa, aber sonst leider nicht. Das merkt man an solchen Geschichten. Also hat mir HTC netterweise nochmal eins geschickt. Dadurch hat sich's ein bisschen verzögert. Aber auf jeden Fall, das ist ein Testgerät, das geht dann wieder zurück. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich jetzt heute vor der Entscheidung stehen würde, welches dieser beiden hervorragenden Smartphones ich kaufen würde, würde ich wahrscheinlich das HTC One S wählen. Einfach, weil es ein bisschen kleiner ist, ein bisschen besser in der Hand liegt, genauso ein schönes Unibody hat wie das One X. Die Auflösung, die ganz, ganz klein wenig schlechter ist, kann ich locker verschmerzen. Dafür kriege ich einen super AMOLED-Screen, der wirklich hervorragend aussieht, der einfach geil ist, der einfach toll ist von den Farben her und allem. Also da würde ich heute wahrscheinlich dieses Gerät hier wählen. Ihr habt es vorhin gesehen im Quadrant-Benchmark und ihr seht es auch, wenn ich hier so ein bisschen rumzapple, der Speed, die Geschwindigkeit ist absolut klasse. Das rauscht, das geht ganz schnell, das ist überhaupt kein Thema. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass man da irgendwie zu wenig Power hätte. Ist ein Dual-Core-Gerät, aber wie gesagt, mit dem allerneuesten Prozessor. Ich würde dieses Gerät wählen. Aber wie gesagt, auch das hier ist ganz toll. Vielleicht noch die Kamera, das ist ja auch immer so ein Thema. Die Kamera ist absolut vergleichbar. Ich zeige euch das mal. Die hat auch genau die gleichen technischen Daten. So, wenn wir das hier so nebeneinander halten, mal kurz. Na Quatsch, hallo. Man sollte vielleicht beides sehen. So, dann seht ihr, das ist grundsätzlich vom Handling her genau gleich. Ich lege das HTC X mal wieder weg und zeige euch das hier. Was ja cool ist, das habe ich schon im Video, im Test des Videos zum... So, jetzt hat er ein Foto gemacht. Jetzt könnt ihr eben hier Live-Effekte reinbauen. Ihr könnt vignettieren, ihr könnt hier runterfahren. Zum Beispiel Punkte. Seht ihr? Hey, was mache ich denn? Die Kamera ist ja da unten. Sorry. Ihr könnt da Punkte zeichnen. Seht ihr, da sieht das dann so ein bisschen strange aus. Klick, so, Foto gemacht. Ihr könnt es dann gleich weiter... Und vor allem, was ihr auch könnt, und das finde ich auch relativ cool, ehrlich gesagt, ihr seht, ich fotografiere nicht wahnsinnig oft mit dem Smartphone, es ist effektiv so. So, beziehungsweise wenn dann mit dem iPhone, ich gebe es ja zu. So, wir schalten dann mal wieder den Effekt aus, wir gehen mal wieder zurück. Das da oben hier, Effekt, komm. So, jetzt hätte ich gerne keine Effekte, damit man wieder was sieht. So, dann sieht es wieder ganz normal aus, so wie vorhin. Und man kann eben, wenn man das Ganze, wenn man filmt, kann man gleichzeitig auch Fotos machen. Das ist eigentlich ganz cool. Ich kann während dem Filmen, zack, kann ich gleich eine Aufnahme ablegen. Das hat die Kamera draus. Filmen 1080p, also Full HD Auflösung, können die beide. Die Kameras sind also sozusagen identisch. 8 Megapixel Auflösung. Einziger Unterschied, die Frontkamera. Wir haben hier beim HTC One S eine VGA Frontkamera und haben hier eine 1,3 Megapixel etwas bessere Frontkamera eingebaut beim One X. Aber gut, ich meine, Frontkameras braucht man sowieso nur jeweils zum Videochatten und da ist die Auflösung meistens eh nicht allzu groß. Von dem her bringt das gar keinen großen Vorteil, ob man jetzt da eine 1,3 GHz oder eben eine VGA-Kamera drin hat. Ist eigentlich total wurscht. Ja, wie gesagt, wie ich es schon im letzten Video zum One X sagen konnte, beides ganz hervorragende Geräte, sicher das Beste, was es im Moment auf dem Markt gibt. Das kann sich nächste Woche ändern, beziehungsweise diese Woche schon, Donnerstag, 3. Mai, wird ja das Samsung Galaxy S3 der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Was man bis jetzt so hört, wird das auch ein Quad-Core-Prozessor werden, aber von Samsung selber hergestellt. Da sind wir ganz gespannt drauf. Könnte gut sein, dass der den Nvidia Tegra, den wir da drin haben, Tegra 3, locker abhängt. Wir werden sehen. Aber anyway, es ist ein ganz hervorragendes Gerät, dieses hier.
Die erste ausgelieferte Charge hatte gewisse Probleme. HTC hat ja beim schwarzen Modell so eine Art Legierung gewählt, welche ganz speziell noch veredelt wird. Und diese Veredelung hat dann abgeplatzt. Also das hieß dann, dass man, wenn man Pech hatte, hier oben hat es dann plötzlich ein bisschen abgesplittert, obwohl es eben eigentlich dreimal stärker sein sollte als normales Aluminium. Habe ich bis jetzt nicht feststellen können, beziehungsweise HTC tauscht die Geräte auch aus. Das One S, die dieses Problem aufweisen, da muss man sich also eigentlich keine Sorgen machen. Wenn man noch so ein Gerät erwischt hat, dann wird es umgetauscht, sobald man hier Schäden feststellt. Und wenn nicht, dann ist es eben effektiv diese hohe Qualität, welche HTC versprochen hat. Ich habe hier mit meinem Gerät keinerlei Probleme. Ich habe es jetzt 10 Tage, habe es viel mit mir rumgetragen und es ist ein Testgerät. Das heißt, das hatten vorher schon ein paar andere Leute in der Hand. Sieht aber eigentlich immer noch absolut hervorragend aus. Ganz klasse, ganz neu, keinerlei Kratzer, Gorilla-Glas, ja. Da geht eigentlich nichts kaputt, außer man schmettert es an Boden. Ja, das war mal ein kurzer Überblick, ein kurzer Test des HTC One S. Ganz hervorragendes Smartphone, das eigentlich zu Unrecht quasi als Mittelklasse-Modell betitelt wird, da es doch ganz locker mit dem One X mithalten kann. Und ja, meine absolute Empfehlung finde ich im Moment das beste Android-Gerät. Aber wie gesagt, die Mühlen der Zeit, die drehen super schnell. Das heißt, es geht gleich weiter. In ein paar Tagen wissen wir, was Samsung da mit dem Galaxy S3 rausbringt. Da kann das wieder anders aussehen. Aber trotzdem, das ändert ja letztendlich nichts daran, dass das ein ganz hervorragendes Gerät ist. Gibt es inzwischen schon überall im Handel. Muss man auch nicht mehr drauf warten. Kann man kaufen. Den ausführlichen Testbericht und weitere Infos dazu gibt es natürlich auf eifrig.ch wie immer. Das war Jean-Claude für eifrig.ch. Besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.